Weiter geht's. Ebermakus. Ebermakus Prime. So. Wir haben hier eine Polizeistation, haben wir hier nicht, ne? Bewohnerjobs. Das Ding alleine hält hier schon echt gut aus. Ich werde hier aber trotzdem eine Polizeistation hinstellen. Die brauchen wir echt. Stellen wir nochmal eine Polizeistation hin. Alpha Centauri hatten wir ja schon angefangen. Holotheater. Ansonsten. Es wächst. Es wächst. Wir müssen nur weiterlaufen lassen. Forschung läuft. Bewohnbarkeit. Was hatten wir hier zuletzt nochmal geforscht? Genau, Ressourcen von Jobs. Das hat uns so ein bisschen gerettet hier. Wahnsinn. Ja, feine Sache. Was sagen die Anführer weiter? Gibt es wieder feine Kerle hier? Weltraumkunde hatten wir schon. Irgendjemand ist gestorben. OSS Discovery. Müssen wir mal kurz schauen. Ich muss mir das mal angewöhnen, dass ich das immer so klicke. Fraktion und so nehme ich immer alles raus. VSS Discovery war ein Zivilschiff. Tsiolkovsky forscht hier gar nicht. So. So, die Discovery. Nehmen wir natürlich so einen niedrigeren. Dreier. Dann, ja, wir hatten jetzt mal hier geguckt bei den Anführern. Antrieb und Weltraumkunde. Weltraumkunde 2, Antrieb 1. Antrieb 2, 3. Könnten wir nehmen. Militärtheorie hatten wir schon 3, ne? 1, 2... 3, ja. Jetzt schauen wir noch mal. Den müsste man noch trainieren können. Und zwar die Galileo übernimmt mal hier. So, die Galileo. Den Einser hier gleich übernehmen. Und... ja, Reliktaktivierung machen wir noch nicht. Brauchen wir gerade nicht. Dann schauen wir uns nochmal natürlich die Sektoren an. Es muss hier ja weitergemacht werden. Vasalisierung. So, Mercury. Wir haben hier Wohnraumprobleme. Brauchen wir erstmal einen Wohnraum. Und das beobachte ich mal, was das jetzt bedeutet. Gouverneur hat sich verbessert. Perfekt. Was das dann bedeutet... wird da dann auch gleich gearbeitet oder ist das einfach nur Wohnen? Das ist einfach nur Wohnen, ne? Ja. Ja, danach gleich, irgendwo hatten wir jetzt Probleme. Ich werde hier mal eine Polizeiwache hinstellen. Danach fehlt hier, ja.
Wo war die Polizeiwache? Da. Ein. Kriegserklärung. Okay. Wissenschaftler Stufe 4. Jo, passt. Das passt. Wirtschaftsforum, aha, so, so. Ich drück das mal alles weg. Ja, Leute, das ist jetzt echt, weil wir ja diplomatisch ja jetzt nicht so, so große Sprünge wagen. Konzentriert sich das echt aufs Warten, Forschen, Ausbauen, Gucken. Also wir vergrößern ja uns hier so Step by Step. Haben auch schon fast 700 Bevölkerung, aber so in der, also hier die Tzekien, also die hüpfen uns hier weg. Also ist schon krass. Flottentechnisch sind die unterlegen, aber Alter. Also schon krass, muss ich sagen. Ja. Ist auch ein Riesenreich, ne? Also die sind echt stark. Riesig sind sie, riesig. Ethikänderung Xenophila. Irgendjemand ist gestorben und zwar bei der Ingenieursforschung. Ja, da muss ich nochmal kurz gucken. Weltraumkunde, da brauchen wir jemanden. Weltraumkunde, gleich mal hier. Weiter forschen bitte. Dann haben wir hier Staatskunst, Antrieb und Informatik. Staatskunst, Informatik einer, Antrieb einer, Informatik 2, Staatskunst 1. Na, wir gehen mal der Reihe nach. Also erstmal Staatskunst. Staatskunst habe ich ein. Staatskunst muss schon mal rekrutiert werden. Oh, Alpha Centauri, das zweite Habitat ist durch. Staatskunst, dann Weltraumkunde und Antrieb. Antrieb 1. Weltraumkunde 1. Antrieb 2. Antrieb 3. Weltraumkunde 2. So, Weltraumkunde gleich mal ran. Dann Informatik. Informatik habe ich, glaube ich, nur einen gesehen. Zwei. Ja, noch ein Informatiker. Jo, perfekt. Wir haben drei Einser, die eingesetzt werden müssen. Wir sind Vierer, ne? Also, so, VSS Earhart. Gleich mal hier den. Bei den Newton auch gleich mal den hier. Und hier auch gleich so die Niederen mal nehmen. Was mir hier jetzt aufgefallen ist, Momento, muss ich mal kurz schauen. Was mir hier aufgefallen ist, wir haben ja Moment, wo wollte ich gucken? Hier. Dieses Konstruktionsschiff. Ah, hier ist ein Alpha Centauri. Ja, wir werden weiterbauen. Claro. Der dritte Ring. Das ist hier. Das kann man nicht terraformieren. Gleich weitermachen. Und hier gleich besiedeln.
So, weiter geht's. Zivilschiffe. Schauen wir mal in den Sektor noch mal rein. Einigkeitszentrum. So, Mercury Habitat hat jetzt genug Wohnraum. Wissenschaftler Kirax ist gestorben, okay. Mhm. Was machen die Forschung eigentlich? Wann, Alter, 127 Monate, ne? Eieieiei. Was für ein Brocken diese Forschung doch ist. In 3 Monaten haben wir ein bisschen mehr Energie-Credits. Das passt. Da können wir dann neu forschen. Fein, fein. Neue Eigenschaft bei den Wissenschaftlern. Mal kurz gucken. Fähigkeiten Stufe 2. Haben wir Einser noch da? Ja, alle am Trainieren. Fein. Wir haben hier einen General. Den werden wir natürlich hier mal einsetzen. Bei unseren Militärflotten. Nee, bei den Armeen. Der soll hier mal eingesetzt werden. Anführer bei der Voyager gestorben. Schauen wir mal. Ups. 8 Sektoren. Zivilschiffe bei der Voyager. Ja, wen nehmen wir denn da? So, weiter geht's. Ah, wir können hier wieder mal ein bisschen Mineralien verticken. Wir haben ordentlich Credits gerade. Deswegen werde ich mal die Kuratoren aufsuchen. Ihr werdet sehen, warum. Also, 124 Monate. Das waren ja so spezielle andere. Kurator. Genau. Wir wollen mit denen wieder, dass sie unsere Forschung unterstützen. Perfekt. Und jo, wir warten mal auf Ende des Monats und jetzt müsste man das echt sehen. Also es geht schon runter, ne? Research concluded. So, feine Sache. Mehr Energie-Credits. So, neue Forschung. Wurmlochreise. Disruptor. Einfache Gefechtsrollen. Horchposten. Kalter Fusionsreaktor. Okay. Plasmawerfer. Archäologiefähigkeit. Kurator Archäologie, aber Wurmlochreise. Disruptor. Gefechtsrollen, Gravitationssensoren. Ja, irgendwie nichts, was mich so richtig anspricht. Wurmlochstabilisator. Haben wir Wurmlöcher?
Haben wir. Dann wird es das sein. Partikelforscher. Hier, Partikel. Wenn wir denn schon mal drin waren. Antrieb ist das, ne? Antrieb 1, 2, 3. Ist alles da? Schauen wir ganz kurz nochmal nach. 173 Monate, Alter. Ist eine Hausnummer. Ist echt eine Hausnummer. Naja, lassen wir laufen. Hilft ja nichts. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Sektoren. Alles da. Stufe 3. Jo, wird alles trainiert. Alle Stufe 2 ja auch. Perfekt. Ah, okay. Jetzt geht's hier weiter. Ich werde... Ich werde mal das hier machen. Das Gebäude verbessern. Wir haben hier Wohnraumknappheit. Das lösen wir mal. Und danach... Danach müssen wir echt mal schauen, dass wir... Das Neptun-Habitat sollte doch eigentlich für Forschung benutzt werden, ne? Ja. Wohnraum, klaro. Dann forschen wir. Konsumgüter erstmal. Zivilindustrie. Es hilft nichts, wir brauchen das. Ibloranda. Ist eine Raffineriewelt. Setzen. Durch was? Durch was? Ja, gute Frage. Durch was? Holotheater. Ersetzen. Bollwerk brauchen wir nicht. Geforscht wird hier eh nicht. Ja, dann machen wir mal das, ne? Energienexus erweitern. Und ja, weiterlaufen lassen, ne? So. Das war 91 Jahre. War eine Forscherin hier, genau. Müssen wir mal gucken. VSS Ibn Battuta. Müssen wir mal schauen. Gibt es eine neue Anführerin? Neue Welten, ja. Sozialforschung. Eins. Gleich einstellen. Gleich einstellen und gleich auch mal hier forschen lassen.
Einser hier. So, perfekt. Oh, jetzt bin ich hier weggeglitten. Sektoren. Wahnsinn, was hier so läuft. We are being hailed. Wir wurden gehailed. So, okay. Wir können hier mal ein bisschen mehr wagen. Wobei, ich mache das mal immer so ab. Soll ich das immer so ab 3? Ich weiß es nicht so genau. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass das hier nicht so steigt. Oder sollen wir immer so Habitate aufbauen, wenn wir hier so ans Limit kommen? Könnte man auch machen, ne? Lass uns mal so wachsen. Ja, jetzt überlege ich gerade. Wir wollen ja mit dem Gulkfuk hier eigentlich gut sein. Bei Ganvius Dynamics sind ja deren Anführer, ne? Wie sieht's mit dem Gurkfurki hier aus eigentlich? Moment mal, wo sind denn deren Planeten? Mein Stirn. So. Wirtschaftspakt haben wir mit denen schon. Migrationsabkommen auch. Cool. Dann mal hier mit Ganvius Dynamics, ne? Oder hatten wir hier noch was? Bisschen. Wirtschaftsabbrechung, Forschungsabkommen, Migrationsabkommen. Also wir haben mit denen echt ordentlich was. Haben wir mit denen... Warum nehmen die nicht an? Andere Forschungsabkommen? Okay. Wirtschaftspakt, was kriegen wir dafür? Jo, machen wir mal. Why not? Die müssen das doch annehmen, oder? Perfekt. Friedfertige Händler. Warum? Warum sollten wir das mit denen machen? Die wollen auch ein Migrationsabkommen. Ich weiß nicht, ob wir das machen jetzt. Auf dieser Basis. Nö. Machen wir nicht. Weil uns das zu viel Einfluss kostet. So, die Gießereistation hier. Vom Bewohnerjobs. 50. Ich werde den mal wieder erhöhen. So langsam kommen ja die Bevölkerungszahlen rein. So langsam passt das. Schluss wurde abgelehnt. Okay. Wie sieht's aus? Ja, wir kommen so ein bisschen ran, aber es ist, wie gesagt, also der Unterschied ist schon hart. Aber wenn man sich das mal so anguckt bei der Gemeinschaft, wir sind auf Platz 2, ne? Also, so ohne ist das nicht. Unsere Präsidentin. Mhm. Ups. Hier kommt auch schon das nächste Kolonieschiff. Wahnsinn, Alpha Centauri läuft.
So, und jetzt, ja, diese Beziehung mit den Gunvios Dynamics ist ja auch schon was Nices. So, haben wir hier... Haben wir mal mit denen hier jetzt auch nochmal so ein bisschen... Ja. Festere Bindung, sagen wir mal so. Und bin mal gespannt.